Christoph Paulus ist seit 1994 Professor für bürgerliches Recht an der Humboldt-Universität. Zuvor war der Rechtswissenschaftler an den Universitäten Augsburg und München tätig und hatte Gastprofessuren in den USA, Südafrika und der Türkei inne. In seiner Zeit in Berlin hat sich Christoph Paulus vor allem auf das internationale Insolvenzrecht spezialisiert. Zu juristischen Fragen von Staatsinsolvenzen berät Christoph Paulus sowohl die Weltbank als auch den Internationalen Währungsfonds seit mehreren Jahren. Seit der Krise der Euro-Währung ist seine Meinung auch in der deutschen Bundesregierung gefragt. Das Interessante an meiner Thematik der Staateninsolvenz ist gerade in dieser Zeit, dass eben nicht mehr nur Entwicklungsstaaten von dem Problem betroffen sind, sondern eben mit Griechenland sehen wir, dass das ein Phänomen ist, das jeden Staat betreffen kann. Aus juristischer Sicht können wir immer noch nicht so ganz genau sagen, wann ein Staat eigentlich überschuldet ist. Das, was man üblicherweise in diesem Kontext vorbringt, ist, wenn die Schuldenlast nicht mehr tragfähig ist. Die bestehende Rechtslage verhindert und verbietet das, genauer gesagt, sieht es nicht vor, dass Griechenland ausgeschlossen wird. Aber die bestehende Rechtslage sieht auch nicht vor, dass eben eine Hilfestellung geleistet wird. Dieses berühmte Bailout, das ist gerade ausgeschlossen. Aber natürlich muss geholfen werden. Das hängt damit zusammen, dass eben diese internen Probleme von Griechenland, dadurch, dass man in diesem Staatenverbund ist, externalisiert werden, also zu Problemen auch von Deutschland, auch von Frankreich, auch von allen anderen Mitgliedstaaten der Eurozone wird. Es gibt bislang noch keine rechtlichen Handhaben für die Bewältigung einer Staateninsolvenz, so wie es mir vorschwebt. Wenn man schon sich an die Rechtslage nicht mehr halten kann, dann bin ich der Meinung, sollte man sie produktiv und kreativ fortentwickeln. Und der Schritt, den ich in diesem Kontext vor Augen habe, den ich auch gerne vorschlage, ist eben der, dass man eine Schuldenregulierungsinstanz schafft, die eben von neutraler Seite aus das Problem bewältigen. Denn wenn wirklich droht, dass ein Staatspräsident vor die Kamera treten muss und seinen Bürgern sagen muss, liebe Mitbürger, vielen Dank für das Vertrauen, das ihr mir entgegengebracht habt, ich habe es nicht erfüllt, wir müssen jetzt ins Insolvenzverfahren. Das überlegt sich, glaube ich, eine natürliche Person, und sei es eben der Staatspräsident von irgendeinem tollen Staat, das überlegt er sich sehr, sehr gut. Das ist meine Hoffnung mit dem Ganzen, was ich hier betreibe. Das Ziel ist bescheidener, also nicht endgültige Lösung des Problems, sondern nur Verbesserung der bestehenden Situation.